Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr hier sehen könnt, mit dem neu erschienenen Battlefield 4. Ich muss euch aber leider enttäuschen, das hier ist kein Let's Play, sondern einfach nur mal ein Vorgeschmack auf die kommenden Let's Plays von der Singleplayer-Kampagne und vom Multiplayer natürlich. Zusammen mit Martin und mit Jakob höchstwahrscheinlich. Die ganzen anderen Kumpels von mir haben das Spiel noch nicht gekauft, weil sie alle kein Geld haben. Deswegen, ja, mal gucken, wer sich alles bereit dazu erklärt, mitzuspielen und wer Lust drauf hat. Aber wie gesagt, das hier ist jetzt noch kein Let's Play, sondern erstmal nur ein Vorgeschmack. Ich will nämlich anhand einer Testaufnahme mal gucken, wie die Qualität auf YouTube so ist, wenn ich das Video hochlade. Ich muss ein bisschen mit dem Codec spielen, weil ich nämlich mit meinem Aufnahmeprogramm ein paar Probleme hatte. Ich weiß nicht, ob ihr die ersten Let's Plays von Skyrim gesehen habt. Da hat es sich sehr stark rauskristallisiert, dass ich falsche Einstellungen verwende und meine Grafik irgendwie in den Keller gegangen ist. Ich kann euch beruhigen, ich zocke auf Ultra. An meinem Rechner liegt es nicht, bei mir läuft alles flüssig. In der Aufnahme an sich, die ich aufnehme, ist auch alles flüssig und gut zu sehen. Nur wenn ich es dann auf YouTube hochlade, also nach dem Rendern, ist es grottenschlecht. Das heißt, ich muss mich mal ein bisschen mit der Seite auseinandersetzen und mal gucken, was YouTube so für Voraussetzungen hat. Weil es jetzt alles nicht mehr so klappt wie früher. Tja, und würde ich sagen, steige ich einfach mal ein, damit wir uns mal überraschen lassen können von der Grafik. Ich habe zwar schon ein bisschen gespielt, allerdings, ja, wow, da fängt schon an zu laggen. Allerdings nicht wegen der Leistung, sondern ich muss leider feststellen, dass auf einigen Servern ja, die Leistung ziemlich stark in den Keller geht. Die schießen schon die ersten auf mich. So. Ich will es einfach mal nicht vernünftig spielen, sondern nur durch die Gegend rennen, um mir die Grafikqualität nachher im Video genau anzugucken. Oh, 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 oh. Fick dich ins Knie. Da läuft schon der erste Gegner. Naja. Zack! Auf die Entfernung ohne Visier, da soll mal jemand nachmachen. So, und jetzt kommen hier schon die ersten Lichteinfälle. Boah, wie geil das aussieht mit den Bäumen. Ich hoffe sehr stark, dass ihr das im Video auch sehen könnt auf YouTube. Bei mir sieht es verdammt geil aus. Ich versuche das bestmöglich in YouTube zu integrieren, aber... Ah, ich bin mal gespannt, was die Qualität so hergibt. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Delta verloren. Oh, wir haben Delta verloren. Ich muss erstmal gucken, wo überhaupt Delta ist. Den Map kenne ich noch gar nicht. Auf der habe ich noch überhaupt nicht gespielt. Ja, das Spiel ist vorgestern herausgekommen. Ich hatte allerdings leider keine Zeit, schon am ersten Tag zu spielen und kann auch nicht wirklich viel aufnehmen, weil ich erstens noch kein Auto habe und zweitens, weil ich nicht genug Festplattenspeicher gerade zur Verfügung habe. Ich habe noch 1000 angefangene Let's Plays, die ich rendern muss. Und, oh, guck mal hier, ein Grafikbug. Oh, oh, oh. Naja, erstes Mal gestorben. Ja, ihr seht, es gibt ein neues Feature bei Battlefield 4 und zwar kann man jetzt einem Gegner hinterher gucken, der einen gekillt hat. Das heißt, man kann seinen Teamkameraden sagen, pass mal auf, der läuft hier gerade die Treppe hoch, kill den mal für mich. Oder ey, pass auf, der fällt dir gerade in den Rücken. Ziemlich gut. Und ja, jetzt habe ich gedacht, was soll ich dazu sagen? Boah. Guckt euch diese Grafik an, Leute. Alles wackelt, alles bebt. Oh, wie geil. What the fuck? Okay, wir gucken mal ein bisschen weiter hier im Level. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so lange aufnehmen, aber jetzt habe ich gerade noch ein bisschen rum zu spielen. Naja, ich höre jetzt gleich einfach auf. Okay. Das Video soll nicht so lang werden, ich habe keinen Bock, 3 Stunden lang auf YouTube hochzuladen. Deswegen. Na. Soll ich schon das erste Traktor? Gut, würde ich sagen, hören wir an dieser Stelle einfach mal auf. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein Multiplayer- bzw. Singleplayer-Let's Play von Battlefield 4 freuen. Das wird in den nächsten Tagen rauskommen auf meinem Kanal. Ich weiß nicht genau, wann ich damit anfange. Eventuell morgen schon. Oder halt nächste Woche irgendwann. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Haltet die Ohren steif und bis zur ersten Aufnahme, würde ich sagen. Dann haut rein.